Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Abo-Hater, liebe Ehefrau, die sich beim letzten Video beschwert hat, dass sie nach den Eltern genannt wurde, liebe Eltern, lieber Perutinus, lieber Julian, lieber Carsten und lieber Lukas97, Vio und alle anderen, die ich vergessen haben sollte. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Mein Name ist natürlich total unwichtig und ich sage euch jetzt erstmal, wo wir sind. Wir befinden uns heute nämlich ausnahmsweise mal nicht in Nürtingen, wo ja eigentlich die Let's Play-Reihe stattfinden sollte, sondern in oder auf der Map Baumgarten Version 1. Die ist jetzt die letzten Tage erschienen. Und ich dachte mir, ich ziehe die jetzt einfach mal vor, weil das eigentlich wirklich eine sehr schöne Map zu sein scheint. Wir fahren die jetzt mal ab und fangen an mit der Linie 14 und fahren auch wieder mit Perutinus MAN. Und zwar in der Ausführung 272, wie beim letzten Mal. Ich dachte mir, ach, der Bus hat mir ganz gut gefallen. Den nehmen wir einfach jetzt nochmal. Wir fahren auch irgendwann nochmal einen anderen, aber heute den. Und ja, natürlich auch mit dem passenden Kennzeichen, wie ihr sehen könnt. Also Baum 123 hat natürlich überhaupt keine Absicht. Ne? Ja, und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe eben schon mal den Lukas im Anfangsstatement gegrüßt. Das hat einfach damit zu tun, weil ich möchte einfach heute auch mal ein bisschen so auf eure Kommentare, Fragen, Wünsche, wie auch immer, unter dem letzten Video eingehen, was den Bus von Perutinus angeht, Perutinus selber und auch eure Buswünsche. Und natürlich auch die Kommentare, die ihr sonst noch so gepostet habt. Ja, und bevor ich das tue und hier losgurke, stelle ich jetzt erstmal die Matrix ein. Fahrplan steht schon, damit die Herrschaften auch hierher kommen und gefälligst mal einsteigen. So. Wir fahren los an der Messe. Was will ich denn mit der 17? Was will ich denn mit einem A? Ich bin irgendwie unfähig zu schreiben. Kann das sein? Hallo. Jetzt. So. Also wir fahren... OMSI will mich heute irgendwie ärgern. Wir fahren jetzt... Ja! Ja! Wir fahren doch zum IKEA West. Ich dachte schon, es wird nichts mehr. So, dann steigen Sie mal ein. Wir fahren an der Messe los, die Linie 14 zum IKEA West. Und der Marc drängelt schon wieder und lässt nicht erstmal die Oma Erna vor. Hallo. Hallo. Wollt ihr auch Fahrkarten? Nee? Oder kommt wieder einer zurück? Ja, es kann sein, dass heute natürlich auch wieder jemand zurückgelatscht kommt. Das hängt dann einfach daran, weil ich keinerlei Lust hatte... oh, Fahrplan haben wir noch gar keinen laufen. Weil ich keinerlei Lust hatte, hier auf irgendeine Art und Weise jetzt den Bus zu updaten, weil es auch wirklich wieder sehr früh am Morgen ist. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Wo sind wir denn? Jetzt müssen wir mal schauen. 6.44 Uhr geht's los. 7.12 Uhr sind wir dann da. So, dann stellen wir mal die Uhr etwas vor. Ah, 44, machen wir 43, 30, falls noch jemand mit will. Kann dir jemand da noch zusteigen? Wobei es fast gar nicht mal so aussieht. Jetzt mach ich mal wieder Tracker an. Oh, oh, es kommt doch noch wer. Hallo. Hallo, jetzt beeilt euch, es ist gleich soweit. Ich darf gleich losfahren. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Ja, bitteschön. Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Freund, Freundin, zick hier mal nicht so rum. Ja, das Freund, das ist übrigens eine Angewohnheit, das sage ich bei Julian immer, wenn er sich nicht benimmt. Also eigentlich so alle 5 Minuten, ja. So, jetzt aber. Wir haben, denke ich mal, soweit. Uhr sagt, ich bin soweit verlos, ne? So, dann tun wir das mal. Hallo? Nein, das war die Bremse. So, jetzt muss aber die Bus fahren. Der Bus hat noch keine Power, oder? Ah, der Bus hatte noch die Haltestellenbremse an. Guckst du. So. Der Bus kann hüpfen. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir lang. Ja, ich werde jetzt ein bisschen auf eure Sachen eingehen, die ihr jetzt so geschrieben habt, wie gesagt. Und, ja, das werde ich dann, denke ich mal, an der ersten Haltestelle tun. Also ich werde dann an der Haltestelle immer mal einen Moment stehen bleiben. Die Sachen vorlesen. Ich habe die teilweise auch schon unter den Videos kommentiert, aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne auf das eine oder andere einfach nochmal ein bisschen eingehen, ein bisschen tiefer vielleicht auch eingehen als auf das andere.
Und ja, vielleicht entstehen von eurer Seite dann auch wieder neue Fragen. Und ich kann euch wieder neue Antworten geben. Vielleicht entstehen auch von meiner Seite wieder neue Fragen an euch, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, die ich dann wieder mal stellen kann und ihr könnt dann wieder eure Antworten posten. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht erstmal ganz fix an mit dem Hochbahn 7303. Der meinte nämlich, er würde sich ja einen Setra SG221UL oder SG321UL oder einen NF315 von Perutinus wünschen. Ja, das ist natürlich an sich erstmal so gesehen kein schlechter Wunsch. Also ich sag mal so, mir ist jetzt zum Beispiel auch aufgefallen unter euren ganzen Wünschen, dass wirklich sehr viele von euch sich auch anscheinend echt einen Setra wünschen. Finde ich jetzt so gesehen nicht schlimm, weil es wirklich ein Bus ist, den es jetzt so an sich in OMSI noch nicht wirklich großartig gibt. Ja, also es gibt zwar hier und da mal eine Version von einem Setra oder eine Beta oder was auch immer, aber es gibt nicht wirklich eine Vollversion, eine vollwertige Version, wo man sagt, ah ja, juhu, jetzt kann ich mich mal eben in einen fertigen Setra setzen und kann damit rumgurken. Sondern es gibt immer irgendwie so halbfertige Busse und das ist natürlich dann schon eine ganz gute Idee zu sagen, ich wünsche mir einen Setra. Das Problem ist natürlich jetzt, lieber Hochbahn, du wünschst dir auch hier bei Gelenkbusse, ja. So wie ich das sehe, ist nämlich der 221er UL und der 231er oder 321er, so rum, sind ja beides irgendwo Gelenkbusse und willst du auch mit? Nee? Gut. Und ich denke einfach mal, da werdet ihr natürlich bei Perutinus eher schlechte Karten haben, weil Perutinus mit Sicherheit eher der Typ ist, der sich da an Solobusse hält, der lieber Solobusse baut. Und gut, ich sag mal so, die 2er-Reihe ist natürlich schon ein älteres Modell, also da stehen die Chancen vielleicht schon relativ gut noch, dass er vielleicht zumindest den Bus irgendwie weiter fabriziert von LM, WLM, ihr wisst, wen ich meine. Ich hatte es ja im letzten Video schon gesagt, das wäre natürlich eine Option. Das ist dann allerdings wirklich auch ein Solobus, kein Schlenki. Und die 3er-Serie, sei es der 315er oder 321er, war es jetzt, glaube ich, sei ruhig, es ist ein Kreisverkehr. Ich kann es jetzt nun mal nicht ändern. Ich hole ja schon aus, damit ich nirgends hängen bleibe. Mehr kann ich nicht mehr machen. Da ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die 3er-Reihe relativ neu ist. Und ich denke mal, da Perutinus wirklich Fan alter Busse ist, das liest man bei ihm ja auch immer wieder, wird es dann natürlich schwierig, dass er sich wirklich der 3er-Serie oder auch der 4er-Serie widmen wird. Wo muss ich lang? Oh, ich muss nach links. Weil die einfach irgendwie nicht so ganz, denke ich mal, sein Ding ist. Und ja, ich denke mal, wir lassen uns da auch einfach alle mal überraschen. Aber wir werden trotzdem hier einfach mal ein bisschen weiter sammeln. Ja, also mir ist zum Beispiel jetzt die Tage auch noch ein Bus eingefallen, der vielleicht auch noch was für Perutinus wäre. Das ist der Mercedes-Benz U303. Das ist auch schon ein etwas älterer Bus, auch ein wirklich recht schöner Bus. Ich mag den Bus eigentlich ganz gern. Ich bin da so als Schüler mitgefahren. Und dementsprechend, ja, der würde da auch noch so ein bisschen mit reinpassen halt. Ja. Es wurde ja auch schon öfters mal geschrieben, Setra 415 NF. Ich glaube, so ist die genaue Bezeichnung oder NF. Nee, 415 NF müsste es schon sein. Und das wäre natürlich schon irgendwo ein Bus, der einfach auch zu neu noch ist. Zumindest was Perutinus angeht. Und gleich tut es einen Schlag, oder? Nee, es tut keinen Schlag. Was ist denn hier los? Bin ich jetzt falsch abgebogen, oder was? Bin ich jetzt falsch abgebogen, Leute? Wäre das denkbar? Mal gucken, ob sie einsteigen. Ah, okay, sie steigen doch ein. Das ist sehr schön. Dann bin ich doch noch richtig. Ja, was haben wir noch im Angebot?
Wir haben hier noch ein Angebot vom Stefan Schwärmer, den Kommentar, ich würde mir einen Setra Norad wünschen. Ja, da halten wir im Prinzip das gleiche Thema wieder. Habe ich ja eigentlich eben schon kommentiert. Der Michael Klink wünscht sich auch einen Setra S315. Ist im Prinzip genau das... Na, Oma Erna, Nachzügler, ist im Prinzip genau das gleiche, so gesagt. Auch Dreier-Serie würde wahrscheinlich etwas, oder würde wahrscheinlich etwas schwieriger sein, würde, ne? Ist 2:30 Uhr nachts. Und ja, zusätzlich würde er sich einen Solaris U18 wünschen. Ja, lieber Michael Klink war das, glaube ich, jawohl. Lieber Michael Klink, dazu sei gesagt, dein Wunsch wird wahrscheinlich sogar in Erfüllung gehen, weil ich glaube, du hast verdrängt, dass Bahnfan an einem SU-18 arbeitet. Ich weiß nicht, entweder hast du es verdrängt oder du hast schlichtweg nicht mitbekommen. Also da einfach mal so ein bisschen Bahnfan im Auge behalten, weil der Herr Bahnfan da mit Sicherheit irgendwann etwas bringen wird, was das Ganze angeht. So. Ja, dann hatten wir hier noch einen User gehabt, der sich, ich sag's euch gleich, wie nennt. So. Warum hüpft jetzt bitte schön mein Desktop an? Was war das denn? Was war denn hier los? Ja, dann hatten wir einen User, der sich, ach hier, mein Freund Borussia... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und so weiter nennt. Der wollte nämlich wissen, wie ist das eigentlich? Du hast gar nichts dazu gesagt. Braucht dieser Bus das Add-on O305? Ja, braucht er. Perutinus hat ja beim O307 bereits mit dem Addon O305 hantiert, mitgearbeitet. Also das habt ihr schon beim O307 benötigt. Das ist natürlich auch jetzt hier beim MAN-Bus so. Da benötigt ihr leider auch, oder was heißt leider, ihr benötigt das O305 Addon. Leider in dem Fall, wenn ihr natürlich jetzt nicht das nötige Kleingeld besitzt, ist es natürlich ein Leider, weil ihr es euch vielleicht schlecht leisten könnt. Wenn ihr natürlich das nötige Kleingeld besitzt, dann ist es natürlich auch kein Leider, weil dann sollte es sich eigentlich jeder leisten können. Und an der Stelle möchte ich euch auch einfach nochmal bitten, Hallo. Ladet es Tag. Euch um Himmels Willen nicht illegal, ja? Also Hallo. Bitte kauft euch Hallo. Das dann auch, weil, ja, es ist einfach ein PW-Addon und das Geld gibt man dann halt auch mal aus. Und gerade für so einen schönen Bus, wie ihr den hier seht, denke ich mal, ist das absolut verkraftbar. So. Ja, dann gab es im Prinzip noch einen Kommentar, den ich persönlich absolut genial, ja genial kann man schon sagen, den ich absolut genial fand. Der kam von, lasst mich mal schauen, ja von dem Daniel, was? Wie heißt das, Christopher Böhm? Verehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Busfahrer. Wegen oh Gott. Oh Gott, die parken ja gar nicht. Hilfe! Hilfe! Fahrgäste mit dem Rest. Ja, ich hab gedacht, ich drängel mal. Steigen bitte hier in die Linie 31 Uhr. Dankeschön. Der Österreicher hat mich gerade erschrocken, ja? Das war der Schockeffekt. Ja, ich hab schlichtweg verdrängt, dass da Autos stehen, die eigentlich abbiegen wollen. So, was machen wir jetzt? Jetzt warten wir oder wie? Oder was? Oder wer oder wo? Ist jetzt natürlich absolut genial. Ich glaube, da kommt gerade nichts. Ich fahre jetzt mal. Es kann nur schief gehen. Die kam von dem Daniel Seibert, die Frage. Oder was heißt die Frage? Eigentlich war es mehr eine Bitte. Und zwar meinte der Daniel Seibert, du Andi, fahr doch mal mit dem Doppelgelenkbus aus dem 3-Generationen-Addon. Sorry, wenn ich gerade etwas komisch fahre. Ich habe versucht, die abzulesen. Ja, lieber Daniel. Bitte nicht. Ja, bitte nicht. Tu mir das nicht an.
das möchtest du, glaube ich, auch gar nicht sehen. Wobei ich glaube, der Daniel ist bestimmt so ein kleiner Sadist, ja. Der Daniel ist wahrscheinlich so ein kleiner Sadist, der wünscht sich wahrscheinlich sogar, dass ich mit dem Ding nicht nur fahre, sondern das Ganze auch noch auf Wählen, ja. Oh. Na, was macht ihr denn da? Ja, komm, fahr auch noch. Fahr halt noch, komm. Ich brauch Platz. So. Ach, war ja gar nicht so schlimm. Naja. Der Daniel ist wahrscheinlich so ein kleiner Sadist. Der möchte gerne, dass ich nämlich mit dem Gelenkbus total auf gut Deutsch verkacke. Ja? Der sagt sich, ha, diesen Let's Player lasse ich jetzt mal mit dem Gelenkbus, Doppelgelenkbus fahren, damit der erstmal richtig schön da irgendwo gegenfährt. Dreimal in 10 Sekunden, damit ich mich vor meinen Monitor setze und mich hier wegeier. Ja? Daniel, nein. Nee, aber Leute, ganz ehrlich, also das mit dem Doppelgelenkbus, denke ich einfach mal, macht nicht wirklich viel Sinn. Weil es ist zwar ein nettes Gimmick, aber das zweite Gelenk, ja, wobei man muss jetzt relativ sehen. Ich sag mal, das dritte Teil vom Schwanz, ja. Nee, keine Fahrkarte. Das dritte Teil vom Schwanz ist ja im Prinzip nicht wirklich richtig lenkbar, ja. Das lenkt nicht wirklich richtig gut mit. Und insofern macht das natürlich eher weniger Sinn, da mit dem Ding irgendwo rumzuheizen. Vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht noch Maps wie Römerberg oder so sind, weil das gibt dann Dauercrashs. Und insofern denke ich mal nicht, dass ich mit dem Teil wirklich fahren werde. Es wird ja immer wieder gesagt, warum gibt es keine Doppelgelenkbusse für OMSI? Beziehungsweise es gibt ja so, glaube ich, so eine kleinere Umsetzung von einem Neobus oder irgendwie sowas im OMSI-Forum. Irgendwas gab es da mal. Aber letztlich gesehen, macht es, glaube ich, nicht wirklich viel Sinn. So, was haben wir denn noch hier Schönes stehen? Das haben wir auch. Das haben wir auch. Der FloffyX3291 sagt, ich würde mich über einen schönen U405G, also den Hochflurer, freuen. Und Busse, die ich mag, sind sehr verschieden. Ich mag sehr viele Busse, aber manche auch nicht. Gut, ist Standard, ist bei jedem so. Man weiß ja, der Julian mag zum Beispiel keinen Line City. Ich erwähne es immer wieder gerne. Der O405G würde natürlich, denke ich mal, generell erstmal schon in die Schiene von Perutinos passen. Allerdings ist das ein Gelenkbus. Und wie gesagt, denke ich nicht, dass da dementsprechend dann natürlich irgendwas kommen wird. Ja, ich will euch da jetzt keine Hoffnung nehmen. Ich weiß es auch nicht. Ich bin nicht Perutinos, aber ich schließe das mal eher ein bisschen aus. Und Busse, die ich nicht mag, sind die Setras aus der 315er, 415er Reihe, da die einfach wie eine Kiste aussehen. Ja, finde ich klasse, diesen Kommentar. Ich hoffe, ich habe alle beantwortet und übrigens, das darf man auch nicht vergessen, sehr schönes Video, der Dankeschön. Und was ich schon länger mal fragen wollte, ist, schreibt man dich mit I oder Y? Und da ist wieder frei und ich habe nicht aufgepasst. Ja, das ist auch nochmal eine gute Frage. Ich erwische die Leute immer wieder, wie sie mich mit Y schreiben. Es ist in der Tat so, ich mag eigentlich in meinem Namen das Y gar nicht, weil es mir zu englisch ist. Ja. Ich schreibe mich eigentlich generell, wenn ich Andi schreibe, immer mit I, weil es auch einfach die Verdeutschung ist. Und das andere würde ja im Prinzip, wenn ihr mal recht überlegt, nicht Andi heißen, es würde ja wirklich dann Andy heißen, ja. Weil es kommt ja im Prinzip schon so ein bisschen aus dem Englischen raus. Deswegen, also, wenn ihr mich gerne schreiben wollt, dann bitte mit I. Wie Igitt. Ja? So, und jetzt habe ich gerade ein furchtbares Problem, weil ich komme hier nicht raus. Ich will raus hier. Lass doch mal den armen Bus hier raus. Also, das ist ja ein Zustand. Gleich tut es irgendwo wieder einen Schlag, wetten. Puh, bleib weg. Wah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein. Nein. Ich sehe nichts. Hilfe.
weiß nicht, steht der LKW hinter mir oder ich fahre jetzt einfach auf die Gefahr hin, dass es knallt, ich fahre jetzt. So. Ja, das hätten wir auch gepackt, sogar ohne Knall. Jetzt frage ich mich nur gerade, brauche ich noch eine Ansage? Oh, 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 oh. Das ist frei, wunderbar. Die Linie 14 geht links lang. Ja, auch ein bisschen schade hier. Mir fehlen so ein bisschen die orangenen Pfeile. Das ist das gleiche Problem, wie es schon bei Nüttingen gibt. Du wartest jetzt, Kollege. Da haben wir ja auch schon keine orangenen Pfeile. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hilfe. Wir sind richtig wunderbar. Das ist natürlich immer sehr irritierend. Aber ich muss sagen, also die Karte an sich finde ich schon echt super klasse gestaltet. Hier steckt auch wirklich ein bisschen mehr Denkvermögen dahinter als bei manch anderen Karten. Es schlängelt sich auch schön angenehm eng an manchen Stellen. Ich will jetzt nicht sagen zu eng, es ist eigentlich noch recht angenehm zu fahren. Mal gucken, bis wann ich fluche, wann der erste Crash kommt. Aber im Moment bin ich eigentlich noch relativ zufrieden, was das Ganze angeht.